Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Und heute spielen wir einen neuen Fußsoldaten, General Supremo. Im Grunde so ein bisschen wie ein All-Star, denn wir haben hier ein goldenes MG in der Hand. Wir haben unendlich Munition, doch das MG kann überhitzen. Und dann müssen wir aufhören zu schießen. Gut, mal sehen, was wir hier reißen können. Erstmal hier drüben hin, wir holen uns hier einen Zombie. Denn wie man sieht, ich habe mehr als genug. Alles klar, der rennt los. Denn heute war so ein Bug unterwegs, dass die Zombies einfach nur stehen bleiben. Tja, die Zombies waren heute müde und haben hier den Krieg boykottiert. Und hier sehen wir es, das goldene MG. Damit kann man richtig schön reinsieben. Wir machen aber weniger Damage. Mal sehen, wie er wird mit den diversen Upgrades. Könnte ich mir vorstellen, würde ihm ganz gut tun. Denn so finde ich ihn ein bisschen schwach. Oh, da war eine Bohne. Sehr schön rausgekommen. Noch nehmen wir ein. Yes! Garten Nummer 1 erobert. Vernichten wir die restlichen Pflanzen. Okay, wir gehen hier rum. Irgendwo hier war doch noch so eine Erbsenkanone. Jetzt da drüben. Da lungert sie rum. Alles klar, die ist weg. Okay, wir müssen hier hin. Und wir schauen mal, wie die Reichweite ist. Alles klar, da hinten sehen wir den Feind. Und wir treffen. 3 Schadenspunkte. Ja, wie gesagt, ein bisschen wenig. Aber ich denke mal, ich werde mich noch einspielen. So nach und nach werde ich dann besser mit dem. Der soll ja auch ziemlich gut sein. Der General Supremo. Na kommt, Leute, haut sie weg. Alles muss man selber machen. Oh, da hinten eine Kakteen. Leider keine Punkte mehr. Der Teleporter steht. Sehr gut. Die Zombies denken mit und wir rushen hier durch. Okay, wir gehen hier hin, denn ich kann ja noch einiges rufen. Ich habe sehr, sehr viele Zombies. Ein Eimer-Zombie. Die Untoten an die Macht. Und hier kommt schon wieder die Erbsenkanone. Die will zum Teleport. Da bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Jep, da will die hin, aber ich komme hier nicht hoch. Zersieb sie! Oh nein, Cooldown. Ich habe wenig Leben. Okay, wir ziehen uns zurück. Nein, 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 komm schon. Cooldown. Ah, Mann, den hatten wir doch bestimmt beinahe. 39. Ich brauche unbedingt Verbesserung. Unbedingt. Nur dann hauen wir richtig gut rein. Yes, der nächste Garten erobert. Wir machen zu wenig Damage. 4 Damage machen wir. Wenn wir ganz genau treffen. Kein Assist. Wow. Mann, da hatte ich Glück. Direkt vor mir die Bohne. Wir werden hier schon wieder bombardiert. So, sagt Zombie, den guten Chat. Na, Mist, wieder nur eine Vorlage. Alles klar, wo gehen wir hin? Hier nach oben gehen? Denn ich finde, wir haben eine ziemlich gute Reichweite. Da war eine Kakteen. So, Drachenmaul ist weg. Und wir nuken hier mal rein. Oh nein, eingefroren und ich bin tot. Ich bin tot, einmal eingefroren, keine Chance. Naja, tanzt du nur, tanzt du nur. Ein Kill erst. Ein Kill.
Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den so spielt. Denn bis jetzt habe ich noch keine so richtig gute Strategie für ihn. Komm schon! Immer wenn ich richtig gut treffe, dann überhitzen wir. Boah, ich werde hier zerlegt. Nein! Die Sonnenblume war da hinten drin, hat mich weggeholt. Alles gegeben, nichts gewonnen. Also die Runde hier ist keine super Leistung von mir. Na komm, wir holen hier noch einen Zombie. Einmal Zombie. So, wieder hier oben hin. Meine. Nee, jetzt. Wie schnell waren die denn? Da hat ja wirklich jeder reingezimmert. Okay, erobern wir. Sehr gut. Also den Krieg gewinnen wir. Auch wenn wir die Schlacht verlieren. Hier rennt doch noch jemand rum. Drei Damage. Drei Damage. Klar, wir schießen zwar relativ schnell. Aber dennoch, der All-Star ist besser. Also wenn man jetzt die Wahl hätte, All-Star oder eben den normalen Fußsoldaten wie Gebirgsjäger oder den ganz regulären, dann würde ich auf jeden Fall Gebirgsjäger oder den ganz regulären nehmen. Wir haben jetzt noch den Z4, den werde ich ja mal in der nächsten Runde ausprobieren. Und mal sehen, wie der so drauf ist. Sandburg vernichtet und schnell raus hier, denn es regnet Mais. Kann man hier irgendwo hin? Nee. Nee, 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 nee. Hätte ja sein können. Na, wir klitschen so rum. Na komm schon, ich komm doch hier drüber. Wow. Und tot. Keine Chance. Ich mache zu wenig Damage. Auch wenn wir irgendwie auf einmal 20 Schuss machen, ist zu wenig. So eine Gifterbse macht mit einem Treffer 30 Damage. Das sind 10 Schuss von mir. Egal, die Runde hier gewinnen wir. Na, hier schon wieder. Ich habe den eben gerade wirklich richtig gut getroffen, aber es reicht nicht. Yes, na also. Träume werden wahr. Ich habe jemanden gekillt. Boah, eine Zweier-Serie, eine Dreier-Serie. Was ist denn da los? Der General auf einmal aus dem Nichts raus gewinnt ja hier alles. Oh, 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 oh. Da hinten ist irgendwo eine Sonnenblume. Na, Mist. Der hat sich bewegt. Dennoch. Irgendwas habe ich geholt. Eine Pflanze habe ich weggeholt. Komm schon. Nein, 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 nein. Ich bin eingefroren. Hinter mir! Keine Chance. 0 zu 1. Eine Wiederbelebung. Nehmen wir die an? Nee. Nee, wir müssen weitermachen. Noch einen Garten hätten wir. Und dann kommen wir schon zur großen Insel mit der großen Megablume drauf. Wir
wenn wir mit einem Upgrade so ungefähr 2 Damage mehr bekommen würden. Dass wir so 5 machen, 5 bis 6, dann wäre der ziemlich gut. Dann wäre er wirklich ziemlich gut. Wo ist er hin? Der ist hier reingerannt. Oh nein! Wir rutschen nach unten. Der Fußsoldat muss an die Front. Hinter uns! Yes! Yes! Wiederbelebung! Ich versuch's! Yes! Wir Soldaten halten zusammen! Ein bisschen Smog hier drüben hin. Mann, also gewinnen tun wir auf ganzer Linie. Und der nächste Garten. Ein bisschen Heilung wäre super. Jetzt so ein bisschen Heilung. Ah, Mann, hinter mir. Na okay, wir gehen direkt zur Megablume. Mal sehen, wie viel Damage wir direkt bei der Megablume machen. Yep, die sitzen schon da oben. Wir machen eine tiefe Landung. Nein! Wow, auch keine Rettung. Und wir gehen baden. Na, ich wollte schön tief kommen, damit ich hier von den Flaks nicht zerlegt werde. Also die Blume hier wird schon ziemlich gut angegriffen. Die Zombies machen sehr gute Arbeit. Großartiges Team. Selbst die Sonnenblume hier macht mich fertig. Okay, wir holen hier noch einen Eimer-Zombie. Die Mega-Blume ist schon beinahe down. Und Kanone. Yes. Yes, Dreier-Serie. Der General, er will Blut sehen und er sieht Blut. Oh nein, so ein Pilz. Ich habe den Pilz noch weggeholt, denn der Pilz ist wirklich One-Hit. Okay, fliegen wir wieder rüber. Ich finde den Flug hier super. Und wir fliegen weit. Aber wir werden bombardiert, das ist es eben. Wenn die da oben an der Flachskanone sitzen, dann hast du ein Problem. Aber ich denke, das sollten wir gewinnen. 2,5 Minuten. Die Megablume schon beinahe down. Und wir landen. Kein Risiko, direkt hier nach unten gehen. Sehr schön. Ah, Mann. Erbsenkanonen. Achtung, Achtung, Achtung. Eine Bohne. Ah, Mist. Viel zu viel. Viel zu viel. Wiederbelebung. Wäre ganz nett. Der General möchte wiederbelebt werden. Das ist ein Befehl. Oh nein! Hat er mich wirklich noch in der Luft weggeholt? Und schon wieder der hier. The Rossweiler. Flieg! General, flieg! Mit der Kanone auf dem Rücken. Und wir wählen hier wieder die Seite. Noch einen Zombie holen. Einmal Zombie. Okay, die Blume hier ist beinahe weg.
Ah! Wow! Yes! Sieg! Sieg für den General! Ja, das war's, General Supremo. Ich denke mal, der kann ganz gut sein. Man muss sich so ein bisschen einspielen, dann wird das auch mit dem. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr sehen wollt. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss!